Willkommen hier zu unserer nächsten Folge der F1 23, mein Teamkarriere mit Audi Season 4. Und das nächste Sprintrennen steht bereits an, hier in Spa-Francorchamps, einer unheimlich genialen Strecke. Aber ich glaube, das muss ich euch nicht mehr erzählen, dass es eine meiner Lieblingsstrecken ist. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und macht doch gerne ein Däumchen rum, falls mir die Videos gefallen. 7.004 Kilometer ist die Strecke lang. Und 19 Kurven, 2 DRS-Zonen und die Strecke, ja, ein Masterpiece, aber natürlich auch extrem gefährlich. Wir erinnern uns, Rouge Radillon, sehr, sehr viele schreckliche Crash hier schon passiert. Wir fahren hier die Speziallinie aus der letzten Kurve raus. 9. Platz hat uns auf dem ersten Versuch jetzt nicht so weit nach vorne gebracht, aber ich habe natürlich große Hoffnung, dass wir dennoch hier im zweiten Run ein bisschen Zeit rausholen. Traktionskontrolle mittels Selbstschalten, Selbstbremsen, KI 95 und wie gesagt, 4. Season. Let's go. Den Hügel rauf. Okay, Hügel ist ein bisschen untertrieben. Und ja, dann nehmen wir wirklich volles Risiko mit den Track Limits. Und das zahlt sich aus. Wir gewinnen fast eine Zehntel hier allein an einer Kurve, weil es ist ja nur die erste Kurve. Persönliche Bestzeit, eine Zehntel schneller als Felipe Massa wird links gewertet. Hier haben wir einen guten Exit. Das war sehr gut. Also ich konnte hier viel Schwung mitnehmen. Und ich hoffe natürlich, dass es auch im zweiten Sektor so weitergehen wird. Sadala, und jetzt geht es hier im Mittelsektor rein. Und ja, oh mein Gott, der Ditchway gegen die Mauer, das war gar nicht gut. Da verlieren wir eine Zehntel, Gott sei Dank keinen Flügelschaden. Jetzt hier in die Double-Links-Kurve. Und die konnten wir, ja, gut mitnehmen. Ein paar Tausendstel wieder gefunden, eine halbe Sekunde jetzt. All in all im Delta. Und ich glaube, wir werden auch eine gute Zeit gegen Felipe Massa fahren, aber ob das auch tatsächlich reichen wird für, keine Ahnung, die Top 5 oder vielleicht sogar die Top 10, ist eine große Fragezeichen, denn es sind viele hinter mir, die auch noch auf einer schnellen Runde unterwegs sind und da habe ich jetzt ein bisschen Bedenken, denn die Runde war jetzt nicht gerade sauber. Ab dem zweiten Sektor waren einige kleine Fehler drin und ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Jetzt geht's in Busstop rein, hier die Rechts-Links-Kurve auch hier ein bisschen zu spät gebremst, aber gerade noch alles rausgeholt. Fast eine Sekunde schneller. Und wo werden wir am Ende landen? Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Verstappen, der Wissenschaftler, Sainz, Hamilton, Stroll, Bottas, Massa, Gasly, Ocon, Oscar Piastri, Tsunoda, Albon, Joe, Theo Pourchaire, Doohan, Liam Lawson, De Vries, Magnussen und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja. Hier sind wir nun auf dem 5. Platz und ich glaube, das war das Maximum des Qualifyings. Aber hier im Sprint erwarte ich mir natürlich ein bisschen mehr. Wir kommen natürlich viel besser weg als Max Verstappen. Und hier auch Checo Perez, der wird ein bisschen blockiert von den Jungs. Und da geht er rein in die Lasurs. Ja, da quetscht sich auch bei mir jemand durch. Aber da muss ich sagen, ehrlicherweise, ich war mit dem ganzen Auto vorne. Also das war wie Sandy in diesem Jahr, wo er auch Piastri das Rennen zerstört hat. Oder den Sprint beziehungsweise, ja, ich glaube, das war das Rennen, das Hauptrennen war das. Ja, war natürlich auch klar, dass wir hier gerade mit dem Mercedes-Motor auf der Geraden ordentlich abbeißen werden. Wir stehen an bei 351 und wir können hier dennoch außen an George Russell vorbeigehen. Das ist also mal P3, wir lassen noch genug Platz zum Atmen. Ja, Mann, was ist denn das für ein asozialer Move gewesen? Ich lasse ihm den Platz und er forst mich auf der Track. Also ich verstehe jetzt nicht genau, er hat die ganze Kurve Platz gehabt. Und dann, wenn er fast mit dem ganzen Auto hinten ist, gibt er mir den Wheelbang. Das war nicht die saubere, die feine Englische. Also wirklich, das war absolut asozial von George Russell. Das müssen wir uns jetzt auch nochmal in der Replay gucken. Aber zuerst mal den Start hier. Und wir sehen auf jeden Fall, dass der der Ferrari einen sauguten Start hatte. Aber auch der Red Bull, ich glaube, Checo, der hatte einen mega Start. Der konnte wirklich tatsächlich eigentlich mitgehen, hat dann aber auch irgendwie blöd da in die erste Kurve reingehalten, gab Gott sei Dank auch keinen Schaden oder so. Und ja, was soll man sagen, wir waren da ein bisschen im Nachteil, unser Auto ist halt einfach viel zu schwach auf der Geraden und deswegen war es dann auch schwierig, da dran zu gehen. Jetzt hier an der langen Geraden, Runde 2
Und jetzt sind wir die auf der Außenbahn und da lasse ich Ihnen jetzt auch keinen Platz mehr, denn ich habe genug davon. Bleib hinten, Russell, geh mir nicht auf den Sack. Also wirklich, das ist nicht schön, wenn sowas passiert. Vor uns sind Leute, die natürlich einen wesentlich schnelleren Motor haben, aber vielleicht kommen ja die in Fight rein und wir können da sozusagen den lachenden Dritten machen. Bin mir zwar nicht sicher, ob das funktionieren könnte, aber die Hoffnung stirbt zuletzt auf jeden Fall. Den Mittelsektor, den finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Das Ding ist halt wirklich, der Exit aus der nächsten Rechtskurve ist verdammt wichtig. Vielleicht einer der wichtigsten auf der ganzen Strecke. Und genau hier fehlt mir irgendwie die Power des Autos. Also das finde ich echt schwach, dass gerade hier so ein bisschen die Pace fehlt und vorne ziehen dann halt leider die anderen davon. Ich bin sehr stark aus La Source raus. Dann fehlt aber natürlich auf der Nachradilie auf dieser Geraden, fehlt dann natürlich der Topspeed. Hier mit einer anderen Linie, irgendwie mache ich hier immer Zeit gut, obwohl ich mich gefühlt immer verbremse. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Purple, schnellste Rennrunde, nur dank dem ersten Sektor. Das ist mal eine Nummer. Das ist ja mal sehr lustig und das wäre dann Startplatz 3 für das Hauptrennen nachher. Das wäre natürlich, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall besser als der fünfte Platz. Und vielleicht ist er noch Charles Leclerc drin, aber vielleicht kommt auch noch George Russell. Also das ist eine 50-50 Chance, dass wir das überstehen. Aber ich denke mal eher, dass da noch Carlos Sainz kommen wird, denn der ist auch nicht weit hinten. Und der wird uns vermutlich dann noch Schwierigkeiten bereiten, wenn er eventuell Russell holt. Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Jetzt blicken wir mal auf den Vordermann, denn wir sind im DRS-Fenster von Charles Leclerc. Auch Perez ist nicht weit weg. Also es scheint also so, als ob die Pace hier gar keinen so großen Unterschied macht. Hier haben wir nochmal das Überholmanöver gegen George Russell. Da zupft mir raus der Überschuss dank Orange und dank dem Windschatten. Und dann können wir hier, ja, Lecompese, keine Ahnung, wie die Kurve heißt. Ich weiß nicht, wie die Kurve heißt. Purple im letzten Sektor jetzt. Also jetzt wirkt auch schon langsam der Windschatten von Charles Leclerc hier besser rausgekommen als der Monegasse und da sind wir fast vor Orange schon an ihm dran. Ich muss ein bisschen hier jetzt aufpassen, dass ich keinen Überschuss habe. Das setze ich mich neben ihn, geht natürlich jetzt nicht. Man kann oder ich kann ja nicht irgendwie neben Orange überholen. Jetzt im Windschatten ganz spät rauszupfen und da übernehmen wir den zweiten Platz. Das wäre natürlich ein Traumstartplatz. Startreihe 1 und es wären auch 7 wertvolle Punkte, die wir hier mitnehmen würden. Aber hätte wäre wenn, ich glaube auch Perez ist jetzt von der Pace nicht mehr so strong. Also ich weiß nicht, wo die Pace aktuell herkommt. Es ist sehr geil, aber ja, was soll ich machen? Also das könnte dann tatsächlich unheimlich cool werden im Rennen dann, um uns dann ein bisschen zu verteidigen. Also wir haben die nötige Pace, um mit den Jungs mitzufahren. Also davon fahren werden wir auf jeden Fall nicht. Wer will auch schon beim Rennen davon fahren? Hier dann jetzt auch das Overtake oder der Overtake gegen Charles Leclerc und ja, ähnlich, beste Überholmöglichkeit glaube ich auch hier, also du bekommst ja auch im Rennen dann, also wir hatten eh DRS, also deswegen würde ich sagen, ist eine der besten Möglichkeiten im Rennen auch dann hier anzugreifen, beziehungsweise bisschen blöd, wenn du vorne bist, musst du dich dann im Rennen sehr stark hier vermutlich verteidigen. Apropos verteidigen, also vorne ist nichts mehr drin, aber wir waren da auch nur 1,2 Sekunden hinten. Also hätte ich vielleicht einen Platz weiter vorne starten dürfen oder wäre Perez jetzt nicht da so in La Source reingegangen, dann glaube ich, wäre das nochmal interessant geworden im Rennen da. Also generell hier im Sprint, da muss ich hardcore abdecken. Ja, da fehlt es uns halt dann doch noch an Top Speed, weil halt eben auch dieser Red Bull so stark ist auf den Geraden. Und generell, ich glaube nicht mal, dass er auf den Geraden der Top Speed ist. Der ist bei Ferrari, glaube ich, eher da, sondern bei denen ist wirklich dieser Kurven-Exit-Speed so stark und juhu. Das ist aber nicht schlecht. Zweiter Platz hier im Sprint. Von 5 gestartet, also ich glaube, was Besseres hätte ich mir nicht träumen lassen können. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wo die anderen zu starten werden und vor allem, wo Felipe Massa ins Rennen gehen wird. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Sergio Perez startet heute vom ersten Platz. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute.
Leclerc, Russell, Sainz, Verstappen, Bottas, Hamilton, Massa, Stroll, Gasly, Ocon, Oscar Piastri, Joe, Tsunoda, Theo Pourchaire, Doohan, Albon, Liam Lawson, De Vries, Sargent und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Hier sind wir nun in der Startaufstellung, jetzt geht's los. Hier sind wir nun in der Startaufstellung. Jeder hat sich für den Roten entschieden, außer George Russell. Der geht wie ähnlich wie im letzten Rennen schon eine andere Strategie. Wir hatten hier einen besseren Start wie Checo Perez, nur er hat die Innenseite. Jetzt geht's in die erste Kurve. Ja, das war okay, aber der Exit war von Perez nicht so gut wie unserer. Doch natürlich ist sein Topspeed immer noch eine große Sache. Jetzt hier Rouge, sorgen wir uns dran. Es ist immer gut, hier vom zweiten Platz zu starten. Und im Windschatten, wir kommen immer näher, ERS jetzt on, im Windschatten sorgen wir uns dran, unser Motor steht schon wieder an bei 350 km/h und jetzt setzen wir hier nicht an und Perez, auf Wiedersehen, gute Nacht und wir können hier einfach vorbeigehen, ja, da bin ich voll lauter Euphorie gleich direkt ins Rutschen gekommen, aber Perez hier richtig verkackt, da kann natürlich jedem passieren, aber das ist natürlich ganz bitter. Wenn dieser Fehler genau an dieser Position passiert, oh mein Gott, der kann einem leid tun. Ich meine, der startet von der Pole, kommt das souverän von Fleck weg und dann wird er von dem Audi überholt, der 15 km langsamer fährt auf der Geraden. Haha, das ist sehr, sehr geil. Das gefällt mir extrem gut. Muss natürlich auch das Ganze verteidigen gegen den Mexikaner hier. Aber ja, da fühle ich mich ein bisschen in der Rolle wie Alonso in Brasilien. Und gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Der Start war sau gut von Perez, also hat auch direkt die Gefahr gemerkt, rübergezogen und uns da abgedeckt, ist natürlich auch klar. Wir waren innen auch, oh, Russell, schon dritter Platz dann gewesen beim Start. Und ja, der Windschatten-Effekt ist natürlich enorm, gerade zu Beginn eines Rennens ist dann also wirklich wichtig, dass du hier einen guten Exit hast. Wir waren auch unfassbar schnell dran, nur das Ding ist halt wirklich, wenn diese Karre immer bei, keine Ahnung, 351, in dem Fall sogar bei 350 abriegelt, dann ist es halt schwierig, ja. Perez lenkt hier ein, wir gehen da wirklich komplett über den Körb drüber, weil ich halt da ihn irgendwie nicht blockieren wollte und dann war ich hier ein bisschen früh im Gas und ja, direkt dieser Pendler und ja, ebenfalls in Runde 1 hier in Blanchiment war er dann sogar wieder nah dran. Wollte sich da vorbeidrücken, das geht aber im Busstop nicht, denn da bin ich halt wirklich mit der Innenseite, ja, besser dran. Muss ich auf jeden Fall sagen. Runde Nummer 1, okay, jetzt haben wir das Ganze noch einmal hier von der Live-Perspektive. Wir gehen hier ganz rechts, ich decke rechts ab, da sehe ich seine Nase schon, doch da können wir noch vorbeiziehen und gehen dann auch aus Busstop als großer Gewinner des Starts raus. Schnellste Rennrunde natürlich auch klar. Hier hat immer derjenige, der startet und da freue ich mich wirklich. Also was für ein geiles Opening. Das war wirklich unheimlich gut und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Jetzt hier ruhig rauf und da ist der Perez schon fast eine Sekunde aus dem Fenster draußen. Wäre natürlich wichtig, wenn ich diesen Meilenstein schaffen würde, dann wäre das natürlich easier, den hinten zu halten. Wird aber trotzdem ein hartes Ding werden heute, denn ich bin mir fast sicher, dass Perez durch den einen oder anderen ja, Pfeil im Köcher hat. Und ja, auch Russell macht mir ein bisschen Sorgen, wenn der beim zweiten Stint auf Rot geht und jetzt schon so gut mithalten kann. Vierte Runde und jetzt ist Perez wieder dran. Also ich kann mich nicht absetzen von Checo und Russell. Wird natürlich interessant werden. Oh, leichter Quersteher hier raus aus der letzten Kurve. Und ja, mein Glück ist auf jeden Fall, dass ich es immer aus der ersten Kurve mit einem, war jetzt nicht so gut, aber mit einem guten Schwung rausschaffe, so kann halt wirklich keiner auf dieser langen Geraden zwischen Radillon und, also nach Radillon, kann dann halt wirklich keiner so richtig kontern. ERS hebe ich mir meistens hier auf dieser Geraden auf. Jetzt sind wir zwar auf eine halben Sekunde herunten, aber es ist auch schon mehr als die Hälfte der Geraden wieder vorbei. Und Perez schert zwar aus, aber kann dann halt auch nicht vorbeigehen,
Und das ist wirklich mein Glück. Ich meine, ich darf halt keinen großen Fehler mehr machen, denn Perez lauert und das ziemlich knapp hinter uns. Aber ich glaube, der Nutznießer wird auf jeden Fall Russell sein. Der fährt nämlich den Sainz und auch Hamilton mit den roten Reifen schon davon. Und wir müssen da echt aufpassen. Russell bald im DRS-Fenster, zu Perez sowieso schon, aber zu uns auch bald. Und wenn der da wirklich irgendwie auf Rot geht, könnte das sehr gefährlich werden. 14. Jetzt habe ich eher erst ein bisschen verkackt, aber ist sich auch noch ausgegangen. Und der Zug wird größer. Ich muss auf jeden Fall bald die Reiseleine ziehen. Es sind eh nur 18 Runden. Wann gehen wir in die Box? Pit Window, glaube ich, ist bei Runde 8 offen. Vielleicht 7, also eine Runde früher. Müssten wir halt dann mit dem gelben Reifen eine Runde länger aushalten. Aber ja, das ist, glaube ich, kein großes Problem. Das ist kalkuliertes Problem, würde ich mal sagen. Jetzt aber mal hier Checo, der wird bald ordentlich unter Druck kommen oder ist schon ordentlich unter Druck von George Russell. Die sind jetzt beide verdammt knapp hinter uns dran, also wirklich beide um die 2/10. Wir ziehen die Reißleine und gehen bereits in der 6. Runde in die Box, sprich wir müssen dann 12 Runden mit den gelben Reifen aushalten. Ich glaube, das sollte aber vom Timing her drin sein. Die Roten haben einfach kein Leben mehr in sich. Also Pit Window schon ab 7 offen, passt. Also da bin ich früh genug drinnen. Und jetzt geht's dann hier rein. Jungs, bitte, macht euren Job gut. Und das haben sie. Was für ein guter Boxenstopp. 2,3 Sekunden. Einmal habe ich bis jetzt geschafft. 1,9 Sekunden. Das war wirklich ein bombastischer Stopp. Wir hatten wieder ein gutes Pit Window erwischt. 5 Sekunden, ja fast 6 Sekunden hinter Piastri. Aber auch 2 Sekunden vor Sargent. Und das ist wirklich gut, da können wir jetzt auch die Pace langsam steigern und müssen jetzt dann nicht direkt fighten nach der Box aus. Runde 7 hier ebenfalls in der, wir sind auch immer noch in der Reifenrunde, wo wir gerade in der Box drin waren. Und da vorne tut sich, glaube ich, immer noch nichts, oder fährt da schon wieder in die Box? Doch, da fahren schon ein paar in die Box. Das ist gut, das ist sehr gut, denn sie reagieren auf jeden Fall. Das wird Perez sein, der in die Box abgebogen ist. Der muss natürlich reagieren, denn wenn ich da ein, zwei Runden mit den frischen Gelben fahren kann, werde ich da auf jeden Fall ein paar Sekunden aus dem Fenster rausfahren. Lille im letzten Sektor, Perez ist in der Box und den haben wir jetzt schon überholt. Das ist, hat alles sehr gut geklappt und das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich glaube auch Russell könnte mit seiner Strategie heute sogar aufs Podium kommen, wenn er dann den richtigen Reifen wählt. Lille im zweiten Sektor, wir setzen an. Zur schnellsten Rennrunde. Doch da vorne könnte es jetzt ordentlich, da hat es gescheppert. Direkt Safety Car, Leute. Und da fliegen die drüber. 5 Sekunden für Verstappen. Was ist hier nur passiert? Die gehen beide direkt in die Box rein. Also Max hat da anscheinend irgendwie einen Crash verursacht. Und die FIA macht ihn auch dafür, oder beziehungsweise die Stewards machen ihn dafür verantwortlich. 5 Sekunden ruiniert meinen schnellsten Rennrundenversuch. Aber ja, juckt mich ehrlich gesagt jetzt nicht. Das ist nicht so schlimm. Ich werde auch da das überleben. Doch jetzt heißt es für mich mal zu klären, was denn hier genau los war. Warum? Da hat es ordentlich gescheppert. Wir haben es gesehen, die Trümmerteile sind auf der Strecke herumgelegen. Und hier rollt Max aus und ich habe wirklich ein paar Versuche gebraucht, um das herauszufinden. Oh mein Gott, ja genau. Da klatscht ihn der Alpine richtig hinten drauf. Und ja, links vorne, Puncher. Max Verstappen, den Reifenschaden, der rollt hier aus auf der Ideallinie. Und ja, Gasly oder keine Ahnung wer das war, kann nicht reagieren. Und doch, es ist Gasly, kann nicht reagieren und klatscht ihn da voll hinten drauf. Das ist natürlich echt bitter und da gibt es auch zu Recht die 5 Sekunden. Denn wenn ich einen Punch habe, muss ich von der Ideallinie erfahren. Und ja, es war doch ein bisschen dumm von Gasly, da einfach drauf zu halten. Hier gucken wir uns das Ganze noch einmal an von Stroll. Und ja, der muss auch, der bekommt auch die Teile ab. Halleluja. Und da biegt dann auch Verstappen direkt in die Box ab. Safety Card geht bereits rein diese Runde, das kann ich euch schon spoilern. Und für uns wird es halt schwierig. Russell ist auf Weiß gegangen, da habe ich jetzt das gesehen. Oh yeah, da werden wir es einfach haben, denn der wird jetzt den britischen Bremser machen. Also das ist wirklich, vielleicht wird er zum Schluss die besseren Reifen haben. Wir waren ja etwas früh in der Box drin. Trotzdem glaube ich, dass wir da dennoch die besten Karten haben. Jetzt dürfen wir die Pace bis zur Safety-Car-Linie vorgeben.
Und dann gucken wir. Da gucken wir mal, ob wir uns auch bis zum Schluss vorne halten können. Es ist jetzt ehrlich gesagt echt egal, ob wir die schnellste Rennrunde holen. Doch das Rennen hatte heute wirklich einiges zu bieten. XXL-Folge mit fast 28 Minuten. Und ja, wir sind gerade mal bei 20 Minuten. Und das Rennen hat noch gute 5 Runden zu gehen. Jetzt dürfen wir die Pace vorgeben. Ganz, ganz asozial und langsam mache ich hier meinen Schwungbogen, wie auch die Formel 1, und wir gehen jetzt raus, beschleunigen jetzt und haben da fast diese, jetzt über eine Sekunde schon draußen, Russell eine mega schlechte Reaction und ja, und die erste Kurve verkackt direkt, das war eher semi-gut. ERS ist jetzt auch bei 100%, doch wir sind trotzdem über eine Sekunde bereits vor George Russell, der hat den Restart verschlafen, aber es liegt vermutlich auch an den weißen Reifen. Da ist noch keine Temperatur drin und das wird auch noch ein, zwei Runden so gehen. Wird jetzt durchgereicht oder kann er sich verteidigen? Wir wissen ja, der Mercedes ist nicht das schnellste Auto auf den Geraden, aber aktuell kann er sich noch halten und er war auf der Geraden sogar eine Zehntel schneller wie wir. Das ist natürlich all in all eine große Überraschung. 2 Zehntel, der holt auf. Das ist disgusting. Das ist wirklich unfassbar, aber ob er uns jetzt auch überholen kann, ist eine ganz, ganz andere Frage und das werden wir dann vermutlich in den nächsten paar Runden sehen. Er muss aber sich ein bisschen beeilen. DRS wird vermutlich erst ab der nächsten Runde enabled sein. So macht es die FIA meistens nach einem Safety Car im Game. Wissen wir ja, ist das auch dann teilweise direkt in der drauf folgenden Runde. Aber ja, da habe ich ein bisschen einen Schnitzer drin gehabt und da konnte Russell dann direkt kontern. 18 letzt nur noch. Und da wäre er auch jetzt schon mit dem DRS-Fenster. Wir gucken uns noch einmal die Replays an. Das ist Runde Nummer 6 und da wurde ich gleich von 2 verfolgt. Das war Russell und dann halt auch Checo. Und hinter dem Safety Guard, das Aston Martin Teil ist da unterwegs gewesen. Und ja, wie auch schon ordentlich dreckig. Das war vermutlich von direkt der ersten Runde, wo ich ja da mit Russell ein bisschen in Konflikt geraten bin. Da wollte ich Bernd mal sagen, Bro, du fährst zu langsam. Aber hat er nicht, hat nicht drauf reagiert. Wir sind in der 14 von 15 Runden. Es ist Russell, der jetzt, es ist Sainz, der jetzt auf einmal 9 Zehntel hinter uns ist. Russell wurde durchgereicht, war auch irgendwie klar, die gelben Reifen sind dann halt doch ein bisschen schneller wie die weißen. War eine blöde Strategie von Mercedes. Aber da bin ich ja von den Jungs aus Deutschland, also von Mercedes, nichts mehr anders gewohnt. Gefühlt verkacken die aktuell wirklich jedes Rennen. Das Auto entwickelt sich zurück anstatt nach vor. Die Disqualifikation in Austin war natürlich mega Pech. Da kann natürlich jetzt auch nichts der Fahrer dafür. Aber ich muss euch sagen, dass natürlich der 2. Platz in Mexiko war toll von Hamilton. Doch ja, was in Brasilien los war, das glaube ich, werden wir uns noch einige Tage fragen müssen. Denn das war wirklich eine der schwächsten Leistungen, die ich jemals von Mercedes gesehen habe. Also einer musste retiren, der andere, keine Ahnung, konnte sich gerade noch so auf den 8. Platz halten. Ein Alfa Tauri zieht easy an den vorbei. Das ist wirklich bitter. Jetzt geht es auch mal für uns hier über die Ziellinie. Wir gewinnen das nächste Rennen in unserer 4. Season mit Audi. Und es scheint, als ob das Auto wirklich top funktionieren wird. Ich freue mich, wir stehen ganz oben. Und das in einem echt weirden Rennen, wo vieles passiert ist. Und wir gehen da als Gewinner hervor. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Gucken wir uns das Podium an. Was für ein tolles Rennen und was für ein grandioser Sieg hier beim Großen Preis von Belgien. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben Sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Die Gesichter der 3 Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podium begeben. Sie alle hätten den Sieg verdient gehabt.
Da können wir uns auf jeden Fall freuen. Auch Felipe Massa wurde Sechster und eigentlich sogar Fünfter und nimmt die 10 Punkte vom Rennen mit. Wir nehmen einfach als Team dieses Wochenende 42 Punkte mit. Ich glaube, das ist mit Abstand die beste Teamleistung. Wir sind in der Weltmeisterschaft jetzt 40 Punkte vor Lewis Hamilton, unser nächster Verfolger, und nur noch zweiter Platz. 60 Punkte Rückstand auf die Mercedes. Das könnte wirklich ein spannender Fight werden. Gelingt uns da tatsächlich der Konstrukteurstitel in der vierten Season? Es ist noch eine lange Season. Wir haben noch nicht mal, jetzt haben wir die Hälfte. Also da können wir uns auf jeden Fall noch freuen auf ein paar spannende Rennen. Checo Pérez konnten wir schlagen. Kein Wunder, dass der so stark war, wenn der unser Rivale ist. Also das habe ich nicht bedacht. Und auch Felipe Massa hat heute abgeliefert. Das war für mich eines seiner besten Rennen überhaupt. Tolle Leistung. Und wir werden dennoch einen neuen Fahrer uns ins Team holen. No front an Massa. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall mal einen neuen Fahrer holen. Und vor allem auch ja, einen Fahrer, der vielleicht einen großen Namen hat. Oder für meiner Meinung nach große Zukunftspläne. Nichts geht mehr upgraden. Wir sind von dem Autoleistung her zweitbestes Auto. Wir werden vermutlich auch den Motor ab nächster Season tauschen. Und da gucken wir jetzt mal um. Sargent ist schon 10 Millionen wert. Und ja, Ayrton Senna wäre natürlich ein Traum im Team zu haben. Ich hätte ihn echt extrem gern, aber ich hatte auch ein bisschen mit Albon. Oder auch wieder mit Norrie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist schwierig. Auch Michael wäre natürlich eine mega Hausnummer. Ich bin schon so viele Seasons gefahren. Ich weiß gar nicht, hatten wir mal Michael im Team? Oder war das letztes Formel 1? Wir gehen mal auf mittleres Risiko, 10 Millionen. Ich glaube, der hat eh nichts offen und das wäre sogar abgelehnt. Ayrton Senna, der kein Team hat, lehnt ein mittleres Angebot ab. Das finde ich sehr interessant. Ja, dann gehen wir auf Plan B. Alexander Albon, der fährt schon seit Season 1 bei den Jungs von Haas. Und da geht es dann tatsächlich noch einmal in eine Auktion rein. Aber ich will natürlich auch jetzt mal... Ja, komm. Du hast dich durchgesetzt. Wir haben die Verhandlung gewonnen. Und ja, müssen 17 Millionen zahlen. Vielen, vielen Dank, Alexander Albon. Wird jetzt unser zweiter Fahrer werden. Ich hoffe, der bringt eine Leistung. Das werden wir dann in Zahnfahrt sehen. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst gerne einen Daumen hoch, falls euch meine Videos gefallen. Es war eine XXL-Folge. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir mit einem Däumchen nach oben danken würdet. Vielen, vielen Dank. Wir schauen auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.